Ein paar von euch werden dieses Auto sicherlich noch nicht kennen, insbesondere Sie, die vielleicht neu auf dem Kanal sind. Ja, wir sind alle gleichfarbig angeschlossen hier. Ich steck's mal an und hoffe, dass nichts explodiert. Wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück in meiner Halle. Lange ist her, dass wir hier richtig gearbeitet haben, aber heute wird wieder gerackert. Wie wahrscheinlich die meisten von euch mitbekommen haben, ist bei mir mega viel durchs Hochwasser abgesoffen und unter anderem halt Kompressor und ein bisschen Werkzeug und so. Aber dieses Video möchte ich ein bisschen meinen Sponsoren widmen. Die haben mich nämlich echt brutal unterstützt jetzt. Wir haben lauter neue Sachen bekommen und die möchte ich euch jetzt gern zeigen. Ich bin auf jeden Fall mega pumped. Das ist super geil, dass man solche Partner als Unterstützer hat. Einfach insane. Wir fangen gleich einfach mal an, direkt hier vor der Tür. Riesenlieferung von RP Tools, unter anderem mit neuem Kompressor und noch ein bisschen mehr Zeug. Ich fange einfach mal direkt an mit Auspacken. Ich bin mega hyped. So, der Kompressor hat seine neue Position, gleich hinter meiner Werkstatt hier. Jetzt müssen wir den nur noch irgendwie befestigen, aber dafür habe ich vielleicht auch schon was. Nämlich sind mir leider auch mein Akkuschrauber, mein Dremel und meine Flex abgesoffen. Und da war dann ATP Autoteile so mega korrekt und hat mir neues Zeug geschickt. Und zwar haben wir hier einmal komplett von KS Tools neuen Akkuschrauber mit Schlagbohrfunktionen, neue Akkuflex, Drehmomentschlüssel, einen kleinen und einen Dremel. Richtig, richtig geil. Ey, das ist halt... Ich kann es nicht oft genug wiederholen, es ist so geil, wenn die Firmen dich so supporten. Und das Ding werden wir jetzt gleich mal testen und schauen, ob wir damit in den Betonboden reingebohrt kommen. Weil der müsste eigentlich ja, hier 3-in-1 Schlagbohrfunktion haben. Mal schauen, ob er es packt. Wenn wir halt um Eisen auf Eisen bohren. Ich glaube nämlich auch, dass wir da auf Eisen sind. Das ist ein bisschen blöd. Also, Kompressor sitzt, ist verdübelt, verschraubt, kann erstmal nicht so schnell wieder wegschwimmen. Und wir haben ihn hier auf jeden Fall mal weg. Das heißt, wir haben auch ein bisschen mehr Laufweg oder Lagerfläche oder wie auch immer. Man darf halt nicht vergessen, dass meine Halle echt klein ist. Also die meisten Leute, die noch nie hier waren, sondern die Halle nur von den Videos kennen, die sind dann das erste Mal hier und der erste Satz ist so, oh, das ist ja kleiner, als es auf den Videos wirkt. Sag ich, ja, es sind 38 Quadratmeter, das ist nichts. Aber Öl befüllt, verschraubt, 270 Liter Volumen. Ich bin gespannt, wie laut der dann ist. Jetzt müssen wir den halt noch hier ein bisschen verdrahten und Leitungen verlegen, weil ich hätte den Schlauchanschluss eigentlich schon gern wieder hier, wo er war, an dem Dreifachverteiler. Da werde ich dann wahrscheinlich hier hoch über der Wall of Air lang, dann durch die Wand ein kleines Loch machen, wo dann ein Rohr durch kann. Dann können wir das hier anschließen und ein Schlauch kann dann rüber zu unserer Montiermaschine, die hier stationiert ist. Ach ja, ich muss auch noch Reifen umziehen und entsorgen. Driften ist so geil, ne? Es ist so ein geiler Sport. Aber Reifen montieren kotzt einfach nur an. Ich bin auch überrascht, wie gut der das hier gepackt hat. Oh, der ist immer noch ziemlich warm, also. Man merkt schon, dass der nicht so extrem auf Schlagbohren ausgelegt ist, aber ein paar Mal packt er das schon. Ist halt doch eher ein normaler Akkuschrauber. Aber wir haben es immerhin reingebracht. Zum Anziehen der Schrauben hat es leider nicht gereicht. Das sind so selbstfestziehende, so selbstbohrende Schrauben. Da habe ich dann den großen RP-Tools Schlagschrauber hergenommen. Der hat das ganz gut gepackt. Auf der hohen Stufe da, H für hau rein die Kacke. Dann können wir weitermachen. Wie ihr gesehen habt, haben wir nämlich auch einen neuen Werkstattwagen. Ihr fragt euch jetzt vielleicht, warum einen neuen Werkstattwagen? Du hast doch einen. Ja, richtig, aber. Falls ihr euch noch erinnert, ich hatte hier an dieser Position neben meiner Papiertonne immer so einen richtig alten Gedore-Werkstattwagen stehen, der schon 40 Jahre alt ist und schon mal mit Hammerit eingepinselt wurde, worin ich übriges Werkzeug gelagert habe oder altes Werkzeug, das halb kaputt war, was man noch hätte entsorgen können. Und der ist schon halb auseinandergefallen, die Schubladen haben nicht mehr funktioniert und da habe ich eigentlich nur noch Schrott unten reingeschmissen und Metall. Den habe ich jetzt entsorgt nach der ganzen Hochwasseraktion und da hatte ich dann vor, den alten Werkstattwagen hinzustellen, weil die Werkstattwagen, die haben ja zwei Schubladen, die leer sind, jetzt der neue auch. Die
hinteren beiden. Und beim anderen Werkstattwagen habe ich in diesen zweien zum Beispiel immer sehr viel Zeug gelagert, was wir auf Drift-Events brauchen. Sprich Draht, Kabelbinder, Ersatzteile fürs Auto, der Schlagschrauber liegt da drin, dies und jenes, alles Mögliche. Das heißt, der Werkstattwagen ist gepackt fürs Drift-Event und wenn ich den immer zurückgebracht habe, muss ich das wieder umräumen. Also alles wieder ins Lager verteilen und beim nächsten Event dann wieder reinräumen. Das wird jetzt so sein, dass ich den alten Werkstattwagen als Eventwagen nehme. Das heißt, wenn ich auf ein Event fahre, ist der fertig gerichtet. Ich muss nichts mehr umräumen, nehme den mit aufs Event und mein neuer Werkstattwagen, der bleibt jetzt hier. Und der neue Kasten, der kann auch ein bisschen mehr. Der hat nämlich ein Facelift bekommen. Petrus hat nämlich uns, die Partner, gefragt, so Marvin, Maeve, mich. Was findet ihr gut und was findet ihr scheiße an dem Teil? Wir wollen das Ding gerne überholen. Lasst mal eure Meinung da ein bisschen einfließen und dann wurde das Ding einmal ein bisschen überarbeitet und das sind jetzt andere Sachen mit drin, die vorher nicht drin waren und andere Sachen, die drin waren, sind rausgeflogen. Und ich würde sagen, ich roll den mal eben rein, dann können wir kurz durchschauen. Wir werden jetzt erstmal die meisten Sachen hier auspacken müssen. Die sind nämlich noch in Folie eingetütet. Damit fange ich erstmal an. Ich packe das mal alles aus und dann gehen wir in die Schubladen durch. Also Schublade 1, wie gehabt, das ganze Ratschen-Set, nur mit dem Unterschied, dass die Nüsse jetzt noch ein bisschen größer sind. Noch größer als meine vielleicht sogar. Geht jetzt bis 36, was super praktisch ist, gerade für E36 Ölfilter zum Beispiel. Sonst hat sich hier oben nicht so extrem viel geändert. In der zweiten Schublade sieht man da schon mehr Unterschied. Und zwar haben wir hier jetzt richtig schöne Torx-Schraubenzieher, Schlitz, Kreuzschlitz und Elektriker-Werkzeug, also isolierte Schraubenzieher. Die Schublade mit den Schraubenschlüsseln hat sich auch geändert. Zwar gehen jetzt hier die Schlüssel auch bis 32, sind größere Schlüssel drin und auch mehr Schlüssel insgesamt. Die vierte Schublade gefällt mir bisher besonders gut. Hier haben wir jetzt nämlich Bremsleitungsschlüssel mit dabei. Oh, die sind falsch rum hier. Zack. Richtig rum hinlegen. Ja, Bremsleitungsschlüssel und ganz wichtig, wir haben jetzt ein Langnuss-Sortiment im Werkstattwagen mit drin, sogar mit Schlagnüssen, ne? Also die mehr Drehmoment übertragen und halt besser für Schlagschrauber geeignet sind, diese schwarzen hier, auch mit passender Verlängerung. Magnetstab jetzt auch mit drin. So far, so good. Nächste Schublade haben wir jetzt mal eine Lampe mit drin. Geht die? Da ist bestimmt so ein Trenner in der Batterie drin, oder? Ja, okay. Es sind keine Batterien mit drin. Das hätte man machen können. Ja, Batterien mit rein. Aber Magnet. Ich muss nachher mal noch Batterien organisieren und dann kann ich auschecken, wie gut das Teil ist. Der Seitenschneider ist neu. Die Spitzzange hat jetzt auch so kleinere kreisförmige Formen mit drin, um vielleicht besser packen zu können. Und die Kombizange hat hier hinten noch was zum Abisolieren bekommen von Kabeln. Also auch überholt. Schonhammer, Hammer, Meißel, ein großer. Körner ist da, Durchschlag und die unteren zwei Schubladen sind leer mit einer Schaumstoffeinlage drin, damit man da noch Sachen selbst verstauen kann, die man gerne im Werkstattwagen hätte. Von außen ist nach wie vor alles gleich, an und für sich derselbe Werkstattwagen, nur mit ein bisschen verbessertem Sortiment. Für die von euch, die das vielleicht noch nicht wussten vom alten Werkstattwagen, viele Werkstattwagen haben ja so ein System, wo man dann an der Seite ziehen muss oder in der Mitte was hochdrücken muss, damit die Schubladen aufgehen, aber der hier geht tatsächlich einfach so auf und die anderen Schubladen verriegeln dann automatisch. Finde ich persönlich ganz cool, weil mich nervt es, wenn man immer irgendwo eine Taste drücken muss beim Schubladen aufmachen am Werkstattwagen. Während dem Hochwasser habe ich übrigens noch von einem Nachbarn hier so ein Regal abgerippt, der das sowieso sonst weggeschmissen hätte. Da habe ich jetzt lauter Flüssigkeiten, Betriebsmittel und so noch gelagert hinter der Hebebühne, weil das sonst eh verlorener Platz ist. Das heißt, so langsam können wir hier wieder arbeiten. Und zum Thema Arbeiten würde ich sagen, legen wir los, machen wir weiter. Es wird Zeit, dass wir die Arbeit hier wieder aufnehmen. Die Frage ist nur, mit was fange ich an? Ich glaube, ich mache mal mit dem ATP-Auto jetzt weiter. Ich höre mal das Auto kurz rein und dann erzähle ich euch ein bisschen was dazu. Und nicht wundern, die Missile klingt inzwischen richtig, richtig kacke, weil am Hosenrohr alle Bolzen abgerissen sind und Krümmerdichtung im Arsch und so. Da kümmern wir uns auch zukünftig noch drum. Keine Sorge. Jetzt müssen wir halt erstmal mit Traktorsound leben. Batterie leer. Ich muss schnell überbrücken. Ein
Ein paar von euch werden dieses Auto sicherlich noch nicht kennen, insbesondere die, die vielleicht neu auf dem Kanal sind. Das ist der ATP E36. Dieses Auto baue ich jetzt seit ein paar Monaten zum Track-Tool um, gemeinsam mit meinem Partner ATP Autoteile. Und wir werden dann Fahrsicherheits- oder Drift-Trainings verlosen und ihr bekommt dafür dieses Auto gestellt, wenn ich es fertig gebaut habe. Heute werde ich ein bisschen daran weiterbauen, aber was genau ich einbaue, seht ihr dann auf dem YouTube-Kanal von ATP Autoteile, weil da machen wir eine Serie, wie das Auto gebaut wird quasi. Nur als kleine Erinnerung, einige haben es noch nicht mitbekommen, es gibt einen neuen Rabattcode bei ATP, der heißt App15TES, funktioniert nur über die App, nur einmal pro Kunde und ihr spart dann 15 Euro glatt ab einem Einkaufswert von 120 Euro. Genau, nur dass ihr Bescheid wisst. So, ich mache jetzt mal an diesem Auto weiter und werde daran schrauben. Dann gibt es einen kleinen Cut und wir machen in diesem Video mit was anderem weiter. Was genau, seht ihr dann. Also bis gleich. Hallo, der ATP ist wieder draußen aus der Halle und ich würde sagen, wir machen jetzt mal die Pneumatikinstallation für den Kompressor. Also muss auf jeden Fall noch Kabel angeschlossen werden, aber ihr wisst, ich fasse das ungern an, das ist Strom, Brother. Wir kümmern uns drum, dass das Druckluftsystem wieder passt. Dafür habe ich hier ein paar Sachen besorgt, ein bisschen Pneumatikzeug eingekauft, kostet so 250 Euro im Online-Shop und da können wir jetzt, denke ich, mal loslegen. Das erste, was wir machen, ist den Kugelhahn an den Kompressor schrauben. Da kommt dann eine Reduzierung von 3/4 auf 1/2 rein und so weiter und so fort. Ich fange mal an, alles zusammenzustecken. Dann kann ich euch ein bisschen was dazu erklären, falls das interessant ist. Und los! Me, everything is on me, gon' back it up. Matter what, told you I'ma do me. Why you hating on me? It's not adding up. I do roll like a Mack truck. Country heart, I'm a cop a farm and go act up. Lot of scars, I was cold hearted, now I'm back up. Keep it real, I do this once a month. I don't rap much. I just take the money and go stack up. Only buying Carhartt, car car till you tat it up. All that other bull, it don't matter much. You only climb me, I put the ladders up. No fault. I done doubled up on the workload. I think I fell in love with the bankroll. Pray up, get money, then we lay low. Then we lay low. Add it up, bankroll. Euro, peso, add it up. Sieht man, dass es hier oben heiß ist? Pff. Hier oben hat es 40 Grad unterm Dach, Alter. It's all me, everything is on me, gon' back it up. Matter what, told you I'ma do me, why you hating on me, it's not adding up. Oh, es ist echt warm, Leute. Gut, also, mich nervt es ein bisschen. Die Position hier so, also das habe ich jetzt steckbar gemacht, hier mit einer Kupplung. Das ist Druckminderer und Wasserabscheider in einem. Einen Öler wollte ich jetzt nicht. Weil ein Öler macht immer die Leitungen auf Dauer hart und die gehen dann halt kaputt. Ich öle einfach meinen Schlagschrauber und so weiter manuell. Kommt quasi hier nach einem Kugelhahn aus dem Kompressor raus. Dann haben wir hier einmal die Leitung rüber. Ich mag das immer ganz gern, wenn es schön verlegt ist. Die hier zu meinem Dreifachverteiler geht. Hier habe ich dann meine Schlauchtrommel dran und noch einen Stecker frei. Dann haben wir hier einen zweiten Schlauch, der rüber zur Montiermaschine geht. Auf der Seite rüber. Die Montiermaschine steht ja hier ums Eck quasi, ne? Da. Und hier habe ich jetzt auch noch einen Anschluss frei. Was mich halt nervt, ist, dass man hier die Ausrichtung nicht richtig einstellen kann. Weil man muss es halt anziehen, bis es mindestens handfest ist. Ich habe alles nicht mit Teflonband oder Hanf gemacht, sondern mit Gewindedichtmittel. Druckminderer einfach, dass wir den Druck auf 7 Bar reduzieren können. Weil der Kompressor macht 10 Bar. Und die meisten Druckluftwerkzeuge wie Schlagschrauber oder Druckluftpistole sollten mit 6,3 Bar, glaube ich, betrieben werden. Jetzt geht es nur noch darum, herauszufinden, ob der Kompressor läuft. Aber oh, ich weiß nicht. Ich habe jetzt hier noch ein Kabel mit Starkstromstecker dran liegen. Der hat aber 5 Adern und der Kompressor hat 4. Ich weiß nicht, soll ich jetzt probieren, den anzuschließen und ein Lagerfeuer riskieren? Das ist 4 Kabel. Das ist vierfaches Feuerrisiko. Aber ich glaube, ich werde es einfach mal probieren und dann den Starkstromstecker da drüben anstecken. Muss dann die Drehrichtung prüfen, ob der Kompressor richtig rumdreht. Hier ist ein Pfeil, der muss so rumdrehen. Sehe ich ja dann eigentlich. Ich glaube, ich versuche es tatsächlich mal einfach mit Vago-Klemmen anzuklemmen. Ich kann ja hier einfach eins von den schwarzen Kabeln von dem Kabel hier weglassen. Grün-gelb ist die Erdung, soweit ich weiß. Und der Rest ist eigentlich nur relevant für die Drehrichtung. Ich glaube, ich probiere es einfach mal.
Kabel sind alle gleichfarbig angeschlossen hier. Ich würde sagen, schauen wir einfach mal, was passiert. Wie gesagt, ein Kabel bleibt hier über. Kann sein, dass ich vielleicht den Stecker noch umpolen muss. Ich steck's mal an und hoffe, dass nichts explodiert. Im schlimmsten Fall fliegt die Sicherung. Boah, bisschen Angst habe ich, ne? Drehrichtung passt, das Rad dreht nach rechts. Ich stehe jetzt so 5 Meter vom Kompressor weg und ich muss sagen, ist der jetzt schon voll? 270 Liter so schnell? Das ging flott. Ich muss sagen, der ist echt leiser als der alte, deutlich. Alles dicht, man hört keine Luft rauspfeifen irgendwo. Hier haben wir 0 bar Druck anliegen. So, jetzt machen wir hier mal auf. Da kommt irgendwie noch nichts raus. Ich glaube, ich muss andersrum. Ich muss reindrehen, ne? Nee. Warum kommt da kein Druck an? Kommt hier oben raus. Eigentlich müsste der hier einen Druck anzeigen, wenn ich mich nicht täusche. Aber da kommt irgendwie nichts. Der hier ist offen. Die Entwässerung funktioniert. Der hier sagt auch, ah, der ist ausgegangen. Jetzt ist er wieder ausgegangen. Warum geht denn der aus? Bei 1 bar geht der aus. Warum geht der aus? Ich dachte es mir doch. Der kann doch noch nicht voll sein nach der kurzen Zeit. Aber warum geht der aus? Irgendwas passt nicht. Ich muss mal kurz recherchieren. So, ich habe noch mal ein klein bisschen Recherche betrieben. Jetzt läuft der Kompressor richtig. Ihr seht, wir sind jetzt hier schon bei 5 bar. Das Problem war, dass ich hier tatsächlich einfach eine Phase vertauscht hatte und der dann nicht auf voller Stromleistung lief und dann einfach wieder ausgeschalten hat. Aber jetzt bleibt er an. Schauen wir mal, ob wir es auf bis 10 bar hochschaffen. Und dann können wir mal probieren, ob unsere Montiermaschine noch richtig funktioniert. Wir haben letztes Mal im Video schon gesehen, das Drehen und so funktioniert noch alles, was mit Strom geht. Jetzt gucken wir mal, ob die Pneumatik noch dicht ist und gut funktioniert. Also Abfahrt. Hervorragend. 10 bar erreicht. Jetzt können wir die Leitung hier öffnen. Unser Druckminderer ist auf 7 bar reguliert eingestellt. Das funktioniert jetzt auch. Wasserabscheider funktioniert. Richtig schönes Druckluftsystem. Dann mal ab an die Montiermaschine. Hier wieder ein bisschen zusammenbauen, beziehungsweise erst gucken, ob es geht. Druckluftschlauch kommt hier oben runter. So, ist schon angesteckt. Scheint alles hervorragend zu funktionieren. Geil, dann Vorbereitung fürs nächste Drift-Event. Bisschen Montage, Dontage. Bisschen geputzt und abgeschmiert und sieht fast schon wieder neu aus, das Teil. Ich sag's euch, ich werde es öfter gefragt, ob es irgendwas gibt, was mich am Driften nervt. Und was mich am meisten nervt, ist einfach das Reifen montieren. Das werden euch wahrscheinlich auch die meisten Leute bestätigen. Es ist einfach nur nervig. Und da ich sowieso Rückenprobleme habe, montiere ich immer ganz gern zu Hause die Reifen statt auf den Events. Weil hier habe ich halt Hilfsarme und eine ordentliche Maschine, mit der das Ganze viel einfacher geht. Das sind auch Niederquerschnittsreifen oder geplatzte Reifen kein Problem und gehen super einfach. Aber es ist trotzdem nervig. In dem Sinne, hilft ja nichts. Reifen, die ich jetzt montiert habe, sind erstmal für Oktober gedacht, für die Missile, also den E36, weil da wird nochmal ein Privat-Altstadt-Event sein. Das Auto frisst Gott sei Dank so ziemlich alles an Reifen, also ich habe jetzt hier 205,45 bis hin zu 235,45, alles da, also auch bis Querschnitt, ich glaube das ist Querschnitt 55. Dieses Auto frisst alles. So, das krasseste, was ich bisher auf der Missile gefahren bin, waren 235, 45, 17 Semislicks. Ich glaube, so Valinos waren das.
Und auch die hat die Missile sehr gut gefressen. Es ist echt unglaublich, wie gut dieses Auto geht. Du kannst unheimlich viel Grip in dieses Auto reinpacken und das fährt so präzise. Das ist richtig, richtig geil. Gut, dann überall noch Luft rein, hoffen, dass es gut geht. Ansonsten muss ich hier mit dem Booster ein bisschen draufschießen. Gut, weiter im Programm. Oh, und Altreifen sollte ich auch mal wieder wegbringen. Ja, natürlich. 205er Reifen auf 9er Felge. Warum würdest du auch einfach chillig draufgehen? Das hier ist für die Stance-Brudis. Den Reifen richtig schön ausgestretcht. Also viel Grip bauen wir damit nicht auf, aber es reicht zum Runterdriften. Ne? So, also Reifen sind montiert und so weiter und so fort. Nächstes Projekt, Missile E36. Hat mal wieder die Fresse eingeschlagen bekommen. Blinker werden wir da wahrscheinlich keine mehr reinbringen, so krumm wie das Teil ist. Aber eine Stoßstange hätte ich ganz gern wieder, weil ohne sieht es halt doch behindert aus. Ich gehe mal schnell da hoch ins Lager. Da müssten noch ein, zwei Stoßstangen liegen. Ich glaube sogar so eine mit so Aero-Dingern mittendrin. Und Farbe habe ich auch noch Restbestände, habe ich schon geguckt. Da stehen noch ein paar Dosen, die so halb voll sind. Vielleicht bekommen wir damit die Stoßstange komplett lackiert, das wäre natürlich super. Bisschen anschleifen und drüber spritzen und dann können wir das Ding da einfach ranstecken. Schön mit Kabelbinder festziehen, wie immer. Mit deinen Fettfinger wieder dahin. Wünschst du. Die Dose ist schon gleich leer. Da war nicht mehr viel drin. So, Stoßstange sitzt. Ich habe, wie ihr gesehen habt, noch eine Fatlip oben gefunden. Die habe ich gleich jetzt mit hingespackt. So eine einmal gebrochene GFK-Fatlip schon. Hinten an der Heckstoßstange habe ich es jetzt auch so gemacht, dass ich einmal da, wo Zierleisten waren, schwarz lackiert habe. Das sieht man dann auf 5 Meter Entfernung eh nicht mehr. Sieht tipptopp aus. Wahrscheinlich sieht man so auf der Kamera schon nicht richtig. Und vorne, finde ich aber, ist es echt gelungen geworden tatsächlich. Ich habe jetzt noch
hier ein paar Schnellverschlüsse hingemacht, damit die Stoßstange immer in Position bleibt und ich nicht jedes Mal Kabelbinder durchfädeln muss. Auch hier statt Zierleisten einfach schwarz lackieren. Weil wenn man 100 Mal Zierleisten verliert, dann wird es halt irgendwann teuer. Dementsprechend, so sieht es gut genug aus, finde ich. Fatlip einmal kurz drüber gepisst, hier mit einem Kreuzstich genäht, da wo es gebrochen war mit Kabelbindern. Und in der Mitte habe ich jetzt eine Gewindestange durchgemacht, durch den Pralldämpfer und dann einfach einen Splint durch, um die einmal in der Mitte noch zu sichern, weil sonst rutscht die in der Mitte immer nach vorne raus. Wenn die nur an der Seite befestigt ist. Ich denke, so kann sich das wieder sehen lassen. Gut, Auto ist einsatzbereit. Nächstes Altstadt-Event kann kommen. Können wir das Ding auf die Seite stellen und am nächsten Karren weitermachen oder was auch immer als nächstes kommt. An der Stelle beenden wir das Video dann mit Ende Fertigstellung des Fahrzeuges. Vielleicht mache ich noch irgendwie Blinker rein oder so, wenn ich da was finde, aber nur die Birnen, weil die Kotflügel sind jetzt so krumm, da passt eh kein Blinkerglas mehr rein. Und die Scheinwerfer werden Gott sei Dank auch noch von Folie zusammengehalten. So. Vielen Dank nochmal an RP Tools und ATP, dass ihr wieder beim Aufbau von der Halle geholfen habt. Das hat jetzt auch schon alles seinen Dienst geleistet. Die Akkuflex hat sehr gut funktioniert, auch beim Zuschneiden von dem ganzen Zeug für die Stoßstange. Vielen, vielen herzlichen Dank dafür. Simon Cut, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, Kuss geht raus.